Okay, dann wählen wir jetzt Jötunheim an, ne? Aber erstmal kaufen wir uns noch einen Wiederauferstehungsstein. Ihr beide macht wirklich gern Radau, was? Ja. War das mit der Rage in Ordnung oder bräuchte ich lieber einfach nur leben? Auf Wiedersehen. Kann ich bei dir keine Heilung kaufen? Scheinbar nicht, ne? Oh, ne. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. So, abmachen. Jötunheim. Quatsch, Idiot. So. Wanderheim, Muspelheim. Ich weiß, wir standen auf Jötunheim, aber... Okay, wir können nur nach Jötunheim. Ja, dann. Es ist soweit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyrion muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie Hermine. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Er weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Das war so klar. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Das war so klar. Es hätte so einfach sein können. Jetzt muss aber hier noch hin und da noch hin. Man kann das Ganze auch 1000 Jahre aufbauschen. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Das... Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich... Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich... lehnte ab. Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baut. Ist das Mais? Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. War ja klar. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Alter.
getaucht. Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Oh. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Also gut, was ist kaputt? Nein, nichts ist kaputt. Verstehe. Wolltest mir nur mal tief in die Augen sehen. Nach Midgard zurückreisen. Aber die Schlange war da doch. Warte mal, die Schlange ist doch draußen, du Idiot. Wir haben Midgard doch gar nicht verlassen. Noch einmal zum Horn. Hallo? Och, Kinder, das muss ich jetzt echt an der richtigen Stelle stehen. Das nervt mich ein bisschen. Wo ist die Schlange? Schlange schläft. Bereit. Ja, komm hier, mach die Tröte. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Okay. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Wie geil ist das denn? Okay. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Na du, Vogel? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Nein. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort. Ernsthaft, Guinness?
Ich spring da nicht ins Wasser. Bauch der Bestie. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Ja, es ist nur finster hier drin. Riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Da ist irgendwas im Wasser. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Zum größten Teil. Nein, nein, nein. Ach, guck mal, wird heller. Wir können hier anlegen. Was ist das denn? Ja. Ich habe doch auf den Kreis gedrückt. Mein Gott. Hallo? Da, der Hammer. Welche Gegner erwarten uns denn hier jetzt? Im Bauch der Schlange? Oh, Schiffe gefasst. Ach, wir müssen weiterfahren. Oh, da ist noch mehr Gold. Auch nicht schlecht, ne? Der ist hier so im Magen der Weltenschlange rum. Hä? Frosch? Hier lebt ein Frosch. Da drüben. Reichen. Wäre das bloß näher? Ach, Kinders, ernsthaft? Jetzt muss ich dafür echt nochmal zurückklettern. So, jetzt aber, Freunde.
was vergessen? Cool. Mimir, eine Idee, wo Odin ein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Na. So. Haben wir es jetzt? Aha. Das ging ja schnell. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Zu Tyrs Welten kann man zurückkehren. Okay. Oh, hallo. Niflheim-Chiffre. Nein, da gehen wir später hin. Als erstes werden wir die Asche deiner Mutter verstreuen. Das nervt mich nämlich langsam. So, wie kommen wir denn hier wieder zurück? Darauf habe ich gewartet, auf so eine Sequenz. So, wo ist das Boot? Nehmen wir nur das hier. Da. Wie ist das mit mir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Ich hab da noch ein ganz mieses Gefühl. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren. Oh. Was ist da los? Oh oh. Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs nach? Nein. Das stimmt nicht. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Als hätte ich geahnt. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genau. Was ist passiert? Hallo. Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange.
Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Das kracht jetzt. Vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Oh. Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Du musst gehen. Bitte. Nein, ich kann zu ihm durchdringen. Hört bitte auf zu kämpfen. Jetzt mal auf hier. Hörst du jetzt auf? Ich sag's dir aufhören! Verdammt mich! Lass mich los! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu! Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Nein!
Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Die Pfeile vom Zwerg, darum wollte die Mutter die nicht. Wieso lebt der Zwerg, der Riese? Alter. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, Baldur schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Okay. Ja, dann. Na toll, wo sind wir denn jetzt? Wieso lebt der Riese? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Da! Jetzt habe ich auf. Sofort! Hör doch mal auf zu nerven, ey. Du bist schwach, Mutter. Ich werde dich kriegen. So kalt. Das ist toll. Ah!
Hexe. Das reicht ja aber hier, verdammte Scheiße. Junge, der Kristall! Atreus! Atreus! Wo ist er? Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Okay,